Oh, das ist eine Klapperkiste. Einfach mit voller Power durchbrechen. Nein! Das kann nicht sein! Vorsichtsmaßnahmen von Bartolis Leuten? Moment. Da geht's rein. Dann müssen wir die Blockade jetzt entfernen. Wölfe! Nee, keine Wölfe. Leoparden oder so. Der ist ziemlich massiv. Und hier kommen nur mit den Schneemobilen weiter. Ich wollte gerade schon sagen, mit dem Speeder. Wir müssen einen Block einfach nur wegschieben. Jetzt schieben wir uns einfach den Weg frei. Dieses Tomb Raider Let's Play ist nicht ansehend, denn ja. Seit Venedig, glaube ich, muss ich in jedem Level mal kurz im Internet schauen. Und dann sind die Lösungen im Nachhinein ziemlich simpel. Als ich das allererste Mal das Remake gespielt habe, das Remake vom ersten Teil gespielt habe, sagte ich in der allerersten Folge, ich habe früher die alten Tomb Raider Spiele aufgehört, weil die mir zu schwer waren. Dieses ganze Gerätsel und so. Ja. Jetzt sind wir bei den alten Tomb Raider Spielen. Und es ist genauso. Der allererste Teil war anscheinend eine Ausnahme. Schön vorsichtig. Schnell speichern. Ach, come on. Speichern. Da ist nichts drauf. Nein, nein, nein! Granaten. Aha. Aha. Hier können wir hochklettern. Oh. Ah, jetzt ist da aufgegangen. Der Zaun hat sich umgeklappt. Hahaha.
Dann hau ich mit Granaten weg. Eine wird wohl ausreichen. Ach, das ist eine blöde Waffe. Das war's. Nein, aufsteigen. Aufsteigen. Ach, come on. Nein! Nein! Yeah. Weiter. Yeah. Das sieht schlecht aus. Schnell speichern. Bin ich jetzt? Eingefrorener See. Da oben geht's weiter. Und da komme ich von da oben wieder runter. Einmal so rum. So, aber warum? Ach so, weil das Wasser dann, also weil das Eis dann zerbricht. Kommen ja dann wieder die Schneekugeln runter. Und hier ist ein Schlüsselloch. Der Seraphin. Nein. Ja, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Geht's hin? Da sind wir gerade mit dem Schneemobil lang gefahren. Und da war was. Was Weißes. Ich will's nicht immer wiederholen, aber Shadow of the Tomb Raider nähert sich mit großen Schritten. Als ich Lara's Anwesen gespielt habe, bei Rise of the Tomb Raider, habe ich nicht gedacht, dass sich das alles so lange zieht. Da hatte ich ja noch so erzählt, ja, mal gucken, wie viele alte Teile ich in der Zeit spiele. Ja, jetzt bin ich immer noch beim ersten. Hat auch vielleicht damit zu tun, auf jeden Fall hat es damit zu tun, dass ich anfangs wieder sehr unregelmäßig hochgeladen habe. Auch ein Grund, warum ich von drei
Let's Plays Abstand nehmen will und weniger machen will. Hatte ich ja in den Rocket League Video gesagt. Und hoch. Aha. Zugbrückenschlüssel. Schnell speichern. Granatenwerfer. Ich splatter den in 1000 Teile. Fuck. Ich muss das anders machen. Darum war Tomb Raider damals ab 16. Ich brauche ein Medipack. Es ist da aufgegangen. Sich jetzt da lang. Ich kann da hoch. Und es kommt wieder Musik. Ich muss ja irgendwie auch wieder zum Schlüsselloch kommen. Bis wir geradeaus gehen, würde ich mich ja wieder entfernen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar komme ich doch bestimmt nicht ohne Schneemobil da lang. Spring! Ja, es klappt. So, und jetzt? Ja, den Schlüssel, dann können wir bestimmt drüber. Dann haben wir hier einmal rum, dann geht das Eis hier kaputt. Gehe ich mal von aus. Klick. So und schnell. Und zieht sich die Brücke wieder ein. Vorsicht! Gefälle! Weil ich da an die Kante gekommen bin.
Vorsichtig. Schafft! Geile Mucke! Oh, das war aber jetzt eine große Verzögerung. Das war jetzt aber eine lange Verzögerung. So lang war der Weg nicht. Der Schlüssel! Und ich weiß nicht wofür. Ah. Da kommt was. Oh. Das Schneemobil will ich haben. Ein schwarzes. Jetzt ist die Sache. Kommt der Typ, wenn wir den Schlüssel genommen haben? Oder kommt er schon vorher? Ich erwarte ihn. Ah! Damit darf mich nicht berühren. Oder ich muss ganz schnell wegfahren. Aber hinterher verfolgt er mich noch. Was da? Komm. Hä? Jetzt will er nicht. Aha. In dem Moment. Aha. Schnell weg. Und weg, 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 weg.